Der Anbau von Pflanzen und die Tierhaltung haben sich stetig modernisiert und verändert. Doch in den letzten Jahren hat die Veränderungsgeschwindigkeit zugenommen. Im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit stellen sich Akteurinnen und Akteure dieser Herausforderung und entwickeln in Kooperationsprojekten neuartige Lösungen für die Landwirtschaft. Wie das funktioniert, zeigt das folgende Beispiel. Das Projekt Gisela beschäftigt sich mit der Möglichkeit der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung in Österreich. Der moderne Landwirt steht in der Situation, dass er gesellschaftspolitische Anforderungen erfüllen muss, aber am Ende des Tages das Ganze für sich selbst unter ökonomischen Gesichtspunkten vollführen muss. Und dadurch bin ich immer auf der Suche, dass ich irgendwie Optimierungspotenzial in meinem Betrieb erkennen kann. Das Besondere an unserem Projekt ist es, dass wir die Satellitendaten kostenlos für die Landwirte zur Verfügung stellen. Mittels einem Programm können Landwirte Karten generieren. Mit einem High-End-Düngerstreuer können diese Karten vollautomatisch verwendet werden. Wenn man ältere Geräte hat, haben wir auch eine App entwickelt, wo diese Karten visualisiert werden und der Landwirt manuell den Düngerstreuer nach den Kulturgegebenheiten einstellen kann. Ich würde EPAGRI weiterempfehlen, weil es sehr wichtig ist, die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis zu haben. Weiters kann man Personen kennenlernen, die sich mit dem Thema selber auch beschäftigen.